Hallo, heute sind wir in Afrika, in der östlichen Savanne. Hey, wir sind's, die Crab-Brüder. Ich bin Martin. Ich bin Chris und wir sind hier in der afrikanischen Savanne. Doch wenn man in dieser fruchtbaren und tierreichen Landschaft spazieren geht, sollte man das auf Zehenspitzen tun, denn für einen Löwen ist man eine wirklich gute Beute. So wie diese Impalas. Oder die Büffel. Die Löffelhunde. Oder die Zebras. Die Giraffen. Die Flusspferde. Die Nashörner. Oder sogar die Elefanten. Löwen können alles fressen und das tun sie auch. Und da wir Löwen sehen, aber nicht gefressen werden wollen, gehen wir mit dem Jeep auf die Suche. Auch wenn ein Löwe in der Lage wäre, so wie wir in den Wagen zu springen, tun sie das in der Regel nicht. Und daher ist das die beste Art, in Afrika auf Expedition zu gehen. Ein Löwe! Da drüben ist einer hinter dem Busch. Und Junge! Ja! Es ist ein Weibchen. Aber siehst du das? Die Jungen sind unterschiedlich alt. Wir haben eine Mutter mit 4 Jungen gefunden und dann noch 2 ältere. Sie müssen also von verschiedenen Müttern sein. Der Rest des Rudels ist wahrscheinlich irgendwo da draußen auf der Jagd. Ihre Jungen sind noch zu klein, um sie mit auf die Jagd zu nehmen. Doch so mager, wie sie aussehen, könnten sie eine erfolgreiche Jagd gebrauchen. Sie sind ja nur noch Haut und Knochen und haben bestimmt riesigen Hunger. Wir haben Trockenzeit. Das ist die härteste Zeit des Jahres für sie. Und ich frage mich, wo der Vater der Kleinen ist. Er ist wahrscheinlich mit den anderen auf der Jagd. Aber möglicherweise sichert er auch das Gebiet für die anderen. Oder er kämpft mit anderen Löwen, die ihm seinen Rudel streitig machen wollen. Oh ja, es gibt kaum was Wilderes hier draußen als 2 ausgewachsene Löwenmännchen im Kampf um die Herrschaft in einem Rudel. Ich wünschte, wir beide hätten das Glück, so einen Löwenkampf mal in freier Wildbahn zu beobachten. Kommt mit! Abenteuer mit den coolsten Tieren, aus dem Ozean oder Wald. Die Brüder Crab, sie führen euch und los geht es schon bald. Ihre Freunde warten schon, legt euch auf die Lauer. Genug ist wird gerettet heute, denn das ist Wow Power! Los geht es jetzt, macht alle mit, go wild, wild, wild! Go wild! Los geht es jetzt, macht alle mit, go wild, wild, wild! Schnelle Läufer, flinke Flieger, große Jäger, stolze Krieger! Los geht es jetzt, macht alle mit, go wild, wild, wild! Go wild! Los geht es jetzt, macht alle mit, go wild, wild, wild! Go wild, go wild, 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 go! Ach, herrlich ist es hier. Nicht in der Höhle des Löwen, sondern davor. Wow, hast du noch mehr solche Sprüche drauf? Gut gebrüllt, Löwe. Aber wir dürfen nicht zu laut brüllen. Wir wollen doch keine schlafenden Löwen wecken. Ja, sie verschlafen den Löwenanteil des Tages. Der war gut, Martin. Ich sage nur kluge Tiere. Schwer zu glauben, aber Löwen schlafen mehr als Jimmy. Bis zu 18 Stunden am Tag, könnt ihr euch das vorstellen? Doch wenn sie aufwachen, wird's gefährlich, denn ein ausgewachsener Löwe ist der König der Tiere. Das ist langweilig, wann wachen die denn auf? Seht mal, der Prinz der Savanne hat die Augen aufgemacht. Oh, ist der niedlich. Und ein bisschen übermütig. Er wird doch nicht den Oberlöwen aufwecken, ist er lebensmüde? Das ist doch sein Papa. Der ihn mit einem Biss verschlingen könnte. Nein, Löwen würden ihrem Nachwuchs niemals etwas antun. Okay, aber wer mag es schon, geweckt zu werden? Oh, jetzt gibt's Ärger. Glaubst du mir jetzt? Löwen sind fürsorgliche und liebevolle Väter. Oh, wow. Was für eine großartige Frisur, Länge und Volumen. Ja, er hat wirklich eine coole Mähne. Aber der König der Frisuren ist er nicht. Es gibt Tiere mit längeren Haaren. Auf dem 3. Platz finden wir Moschusochsen und Yaks. Auf dem 2. Platz Pferde. Die längste jemals gemessene Pferdemähne war unglaubliche 5 Meter lang. Aber wisst ihr, wer von allen Lebewesen die längsten Haare auf dem Kopf hat? Ihr Frauen! Ja. Wenn eine Frau ihre Haare ungehindert wachsen lässt, dann kann sie in ein paar Jahren die längste Haarpracht der Welt haben. Der Rekord liegt bei 16 Metern. Bei einer echten Frau, nicht bei Rapunzel. Der feuerspeiende Riese. Das ist der perfekte Name für ihn. Der feuerspeiende Riese. Auf Swahili, einer der örtlichen Sprachen, klingt das ungefähr so. Anei Pumua Moto. Anei Pumua Moto.
Der feuerspeiende Riese. Niemand wird es wagen, das Rudel anzugreifen, solange der feuerspeiende Riese Wache hält. Er wiegt locker 200 Kilo und ist ein echtes Prachtexemplar. Ja, Ane Pumua Moto steht mit seinen 5 Jahren in der Blüte seines Löwenlebens. Und seine wichtigste Aufgabe besteht darin, die Löwinnen seines Rudels und deren Junge vor Gefahren zu bewahren. Von den 36 wilden Katzenarten sind die Löwen die einzigen, die in Sozialgefügen oder geselligen Gruppen leben. Also sowas wie Großfamilien. Aha, und wo will er jetzt hin? Hm? Was haben wir für ein Glück? Woohoo! Er macht einen Kontrollgang. Alle paar Nächte läuft er die Grenzen seines Reviers ab, um sich zu vergewissern, dass sich keine ungebetenen Gäste einschleichen. Seine Taktik lautet nicht abwarten. Er löst die Probleme, bevor sie entstehen. Und wenn das Rudel ihn braucht, während er wer weiß wo unterwegs ist? Die Löwinnen sind nicht zimperlich. Doch wenn sie tatsächlich einmal in Gefahr sind und Hilfe brauchen, weil sie zum Beispiel von Hyänen angegriffen werden oder von anderen Löwen, rufen sie den Rudelführer zurück. Er wird ihnen sofort zu Hilfe eilen. Und das Rudel retten mit Löwenpower. Wo will Martin denn hin? Das fragst du noch? Was glaubst du, was wir machen, wenn ein Rudelführer vor unseren Augen zu einem Kontrollgang aufbricht? Ein Mittagsschläfchen halten? Auf keinen Fall, wir gehen natürlich auf Löwenstreife. Natürlich. Lasst euch Zeit, Jungs. Er markiert seine Reviergrenze. Eigenartig, dass Löwen nach hinten pinkeln können. Hundemännchen heben das Bein, Löwenmännchen pinkeln rückwärts. Hey Martin, wenn wir schon mitgehen, können wir doch gleich eine Karte anlegen. Genau, dieser Termitenhügel da ist so etwas wie ein Wegweiser, der die Grenze dieses Reviers markiert. Und der Löwenurin enthält folgende Botschaft an potenzielle Rivalen. Betreten verboten. Unbefugte Eindringlinge werden angefallen und können sich auf einen sehr unangenehmen Tag gefasst machen. Vielen Dank für die Warnung. Initialisiere Kartenspeicherprogramm. Wir folgen dem Löwen und mein Wildpad zeichnet dabei unsere Koordinaten auf. So entsteht eine Landkarte von seinem Revier. Die Verschnaufpause ist wohl vorüber. Komm mit! Die Kleinen sind unglaublich süß. Hey, was meinst du, wollen wir heute mal was Neues ausprobieren? Gerne. Ausnahmsweise könnten wir den Tierbabys mal Namen geben. Ja, gute Idee. Und damit überraschen wir Martin, wenn er zurückkommt. Den da taufe ich Little Leo. Und dieser kleine Frechdachs heißt Topspfötchen. Oh, wow. Der König der Tiere wird eher gefürchtet als geliebt. Wahnsinn. Ich habe gar nicht gemerkt, wie weit wir gelaufen sind. Ja, ein Löwe auf Streifzug kann in einer Nacht 65 Kilometer zurücklegen. Wir sind in einer Stunde bereits 8 Kilometer weit gelaufen und haben das Randgebiet des Reviers erreicht. Weiter geht's in Richtung Süden. Der Hilferuf einer Löwin, Ane Pumuamoto, hat sie sofort erkannt. Was ist passiert? Was ist denn jetzt los? Keine Ahnung, aber was immer es ist, es hat die Löwin in helle Aufregung versetzt. Zwillinge. Nicht gut. Stella, was ist bei euch los? Alles in Ordnung? 2 riesengroße fremde Männchen. Mit feuerroten Männern. Sie kamen ganz plötzlich. Die Löwinnen sind total aufgeregt. Sie fauchen wie verrückt. Die fremden Männchen wollen das Rudel für sich erobern. Wo sind die Jungen? Die Jungen sind ins hohe Gras gelaufen und haben sich dort versteckt. Die Angreifer dürfen sie nicht finden. Der feuerspeiende Riese ist schon auf dem Rückweg. Den König der Tiere kann nichts aufhalten. Er soll sich beeilen. Oh!
Autsch. Der Stachelschwein-Look ist nichts für dich, mein Lieber. Deine Besorgnis um ihn ist ja rührend, aber wann kümmerst du dich um mich? Tut mir leid, du wirst warten müssen, Bruder. Das Wichtigste ist, dass der Löwe schnellstens zu seinem Rudel zurückkehrt. Ohne Hochsteckfrisur, die sieht echt uncool aus. Der noch und der noch. Mit Stacheln in der Pfote kommt man auch nicht voran. Alles klar, du kannst weiterlaufen. Du hast mich nicht vergessen, oder? Du bist dran. Aua! Oh, so dauert das viel zu lange. Kleine Planänderung. Hey, Morten, warte auf mich! Sie scheinen zu wissen, wo die Jungen sind. Ich nehme an, sie wittern sie. Und was machen wir jetzt? Wir müssen etwas unternehmen. Oh Mann, ich hoffe, das ist nur ein Albtraum. Wie wär's mit einem bewährten kleinen Ablenkungsmanöver? Keine Katze kann widerstehen, wenn ein Vogel um sie herumflattert. Klarer Fall, ein Einsatz für unseren mechanischen Perlhutlockvogel. Jetzt muss der Ärmste auch noch einen Fluss durchqueren. Löwen sind nicht gerade Wasserratten, doch nichts wird Anne Pumuamoto daran hindern, zu seinem Rudel zurückzukehren. Ja, wirklich sehr zielstrebig. Und ein erstaunlich guter Schwimmer, auch wenn er das Wasser am liebsten meidet. Es gibt auch etwas, was ihn aufhalten könnte. Ein Krokodil! Schnell weg hier! Wow! Kampf der Giganten! Afrikanischer Löwe gegen Krokodil! Jetzt mischt sich auch noch ein Flusspferd ein. Der Bulle duldet auch keine Eindringlinge in seinem Revier. Die afrikanische Savanne ist selbst für Löwen nicht ungefährlich. An Land mag er der König der Tiere sein, doch hier, mitten in diesem Fluss, gilt das nicht. Das Krokodil und das Flusspferd sind klar im Vorteil. Wir brauchen etwas Wildpower. Sehe ich genauso, Bruder. Aktiviere Wildpower-Anzug. Aus dem feuerspeienden Riesen ist ein begossener Pudel geworden. Das ist echt nicht sein bester Tag heute. Du sagst es, und die Mähne hat auch schon mal besser ausgesehen. Hey, Flusspferde sollten eigentlich schneller laufen können, oder nicht? Ja, selbst wenn sie 4 Tonnen wiegen, können Flusspferde unglaubliche 30 Kilometer pro Stunde laufen. Also davon spüre ich nichts. Und du solltest als Krokodil mindestens 18 Kilometer pro Stunde laufen können. Da hat Stella wohl einiges übersehen. Wir sollten uns beschweren und die Discs zurückschicken. Stella, hörst du mich? In diesem Anzug komme ich mir vor wie eine lahme Ente. Jede Schildkröte läuft schneller als wir. Dafür habe ich jetzt wirklich keine Zeit. Wir versuchen mit allen Mitteln, die beiden fremden Löwen abzulenken. Aber ich weiß nicht, wie lange uns das noch gelingen wird. Sag mal, wo bleibt ihr denn? Schneller geht's eben nicht. Vielleicht sollten wir in diesem Fall ausnahmsweise auf Wild Power verzichten. Ja, vielleicht. Deaktivieren! Scheint zu funktionieren. Oh nein, was jetzt? Die Kleinen!
Jungen war nicht mehr dort. Puh, aber wo sind sie denn dann? Sie sind hier unten. Schnell, heb sie zu uns in den Wagen. Beeil dich. Am besten, wir warten in der Tortuga, bis der feuerspeiende Riese zurückkehrt und sich die beiden vorknöpft. Das ist leichter gesagt als getan. Die Störenfriede im Doppelpack verfolgen uns nämlich. Oh, wie viel muss er denn noch durchmachen? Das ist wirklich eine gefährliche Zwangslage und eine, aus der ich keinen Ausweg sehe. Jedes Mal, wenn der arme Löwe ausatmet, zieht sich die Schlange fester zusammen. Und wenn wir nicht eingreifen, wird der König der Tiere bald überhaupt nicht mehr atmen können. Das Leben ist echt hart hier draußen, sogar für die Löwen. Chris, ich weiß jetzt, wie ich ihm helfen kann, aber dafür brauche ich Python Power. Aktivieren! Ich mag Schlangen, aber diese Felsenpythons klammern zu stark. Geht schon vor, ich bin hier noch eine Weile beschäftigt. Okay, mein Freund, hast du dich wieder erholt? Komm nach, so schnell du kannst. Hörst du, Martin? Okay, verriegelt alle Eingänge. Vollsperrung, höchste Alarmstufe. Ich weiß genau, was ihr vorhabt. Ja. Bin ich froh, dass ihr da draußen und nicht hier drinnen seid. Der Belagerungsmodus ist aktiviert. Jetzt sind wir in Sicherheit. Dafür haben wir jetzt andere Sorgen. Das darf nicht wahr sein. Das war mein bester, größter, allerliebster Bildschirm. Bildschirmschoner fällt als Name für dich jedenfalls aus. Von mir aus. Hallo, Bildschirmschoner. Hey, das ist kein Katzenspielzeug. Das ist mein Joystick, den brauche ich. Gib ihn mir sofort zurück, du diebische Elster. Oh nein, runter von den Farbeimern. Vorsicht! Also, ihr macht es mir echt zu einfach. Dich nenne ich ab jetzt Martin und dich nenne ich Chris. Oh, das ist nicht gut. Wieso denn nicht? Die Namen sind doch perfekt. Martin und Chris. Die Namen sind völlig okay, aber das da ist nicht gut. Die Zwillinge klettern auf die Tortuga. Sie suchen immer noch einen Eingang. Du hast das Schiebedach doch geschlossen. Nein, das hat Jimmy gemacht. Ich war noch im Cockpit. Hast du es nicht geschlossen, Chloe? Es war schon geschlossen, als wir reinkamen. Oh nein! Bildschirmschoner, was machst du denn? Sie sind drin, Hilfe! Versteck die Kleinen! Schnell! Doch nicht dort, Jimmy! Es gibt viel bessere Verstecke! Und wo? Hier bei mir! Little Leo und Topspötchen sind in Sicherheit! Hier kommen Bildschirmschoner und die diebische Elster! Und ich habe die kleinen Chris und Martin! Okay, ich glaube, hier unten dürften wir sicher sein. Wo verstecken wir uns jetzt, hä? Genau da drin. Schnell!
ins Flusspferd-Tauchboot. Also das war für meinen Geschmack auf jeden Fall zu viel Aufregung. Wem sagst du das? Keine Sorge, hier kann euch nichts passieren. Ins Tauchboot kommen sie auf keinen Fall rein. Einigen wir uns auf ein Unentschieden. Das wäre geklärt. Wie hole ich Chris und den Löwen ein? Oh ja! Aktivieren! Wenn's mal besonders schnell gehen muss, dann gibt's nur eins: Geparden-Power! Ich bin wirklich froh, dass wir hier drin sind und nicht da draußen bei denen. Stella? Ist das da unten deine Fernbedienung? Was? Nein, die habe ich doch... Oh nein. Nur um das klarzustellen, ist das die Fernbedienung, mit der du das Tauchboot geöffnet hast? Sie ist mir wohl aus der Tasche gefallen. Oh. Die Steuerung reagiert nicht. Er steht immer noch auf der Taste. Oh nein. Ah! Hey, das ist kein fairer Kampf. Eher allein gegen euch beide. Ha, aber ich weiß, wie ich ganz schnell für Gleichgewicht sorge. Oh, für diese Party bin ich leider völlig falsch angezogen. Aktivieren! Echt gewagte Frisur, Bruder. Ich muss gestehen, dass ich den Kampfstil, der hier praktiziert wird, noch nicht so ganz beherrsche. Ich zeig's dir! Du brauchst gar nichts zu sagen, Bruder. Wir haben zwar die Löwenpower, doch uns fehlt ganz klar die Übung. Wollen wir ein bisschen üben? Feuerspeiende Riese hat sie besiegt. Ja, Anei Pumuamoto ist schließlich der König der... Naja, auf jeden Fall ist er der Beschützer seines Rudels. Hier will euch jemand begrüßen. Oh, ich liebe diese Happy Ends mit Familienzusammenführung. Wow! Eins haben wir heute gelernt. Es ist kein Zuckerschlecken, der König der Tiere zu sein. Und wenn man sich erholen will, tanzt einem diese Rasselbande auf der Nase herum. Au! Hey! Auf dem Kopf meinst du wohl? Ich glaube, wir sollten danach erstmal zum Friseur gehen. Also Löwen sind wirklich die Könige der Tiere, findet ihr nicht? Und es gibt nicht vieles in der Tierwelt, das beeindruckender als ein ausgewachsener Löwe wäre. Denn ein ausgewachsenes Löwenmännchen hat eine volle, prächtige, lange Mähne. Die Mähne ist eine Warnung an die anderen Löwen, denn sie sagt, Vorsicht, ich bin stärker als du. Vorsicht, ich bin stärker als du. Nein, ich bin stärker als du. Nein, ich bin stärker als du. Bist du gar nicht. Doch keiner von uns ist so stark wie ein Löwe. Nicht mal wir beide zusammen. Da im Schatten, da ist einer. Ein Löwe. Wir haben einen gefunden. Ein ausgewachsenes Löwenmännchen. Ein wahrer König der Tiere. Ist der riesig. Mindestens 300 bis 400 Kilo schwer. Was für ein Glück, dass wir ihn hier sehen. Sein Revier ist riesig. Jetzt sieht man ihn natürlich klar und deutlich, aber normalerweise ist das Gras hoch und er ist gut getarnt. Also hinterher. Ja. Ich bin gespannt, wo er hin will. Jetzt fahr schon. Ja. Quer durch den Sumpf, immer dem Löwen nach. Dieser Teil seines Reviers ist sehr wichtig für ihn. Wo Wasser ist, da gibt es auch viele Beutetiere. Und deshalb bewacht er dieses Gebiet vor möglichen Rivalen. Er dreht immer wieder den Kopf und sieht sich nach anderen Männchen um. Auch kein jüngeres Männchen darf sich hier sehen lassen. Wow! Hat der eine tolle Mähne, was?
Der ist wirklich riesig. Ein Löwe kann die Herrschaft in einem Revier in der Regel nur zwischen 2 und 5 Jahre lang halten. Aber es ist ein ständiger Kampf. Er streift durch sein ganzes Revier, bis er schließlich wieder bei der Löwin und ihren Jungen und den anderen Löwinnen ankommt und das Rudel wieder vereint ist. Der Löwe ist ganz klar eines der Top-Raubtiere in der afrikanischen Savanne. Vielleicht sogar das Top-Raubtier. Aber nicht unangefochten, Mark. Da gibt es noch andere Mitstreiter um die Herrschaft in der Savanne. Zum Beispiel den Leoparden. Oder den Gepard. Die Fleckenhyäne. Und den afrikanischen Wildhund. Und deshalb ist jeder Tag ein Kampf ums Überleben für den Löwen. Hier draußen in der afrikanischen Wildnis. Also bis zum nächsten Abenteuer. Wir sehen uns bald wieder.